Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Plays. Ach ja, World of Warcraft, nicht Star Wars. Entschuldigung. Na, Adam? Ich lass mich gerade berauschen von dem Gefühl hier. Ja, die Sturmwindmusik ist schon ganz nett. Das ist keine Sturmwindmusik, habe ich. Was hast du denn? Ich habe die leeren Totemmusik. Ah, okay. So, heute geht's in die Scherbenwelt. Das war so eine Umgewöhnung seit WoD, dass das Scherbenweltportal oben ist. Jetzt geht's in die Scherbenwelt. Denn wir sind Level 58. Und ich bin nicht auf diese Person gegangen mit ihrem Fleck. Weißt du, wir sind. Warte mal. Auf welchem. Wir sind jetzt gerade mal bei Folge 35, wenn ich jetzt nicht verzählt habe. Und sind schon in der Scherbenwelt. Und da soll aber mir einer erzählen, dass das Level langsam wird. Meld uns mal an. Guck mal, die haben keinen Bock mehr weiterzulaufen, die stehen da nur rum. Achso, jetzt kämpfen sie da, okay. Ja, ich mache aber direkt Höllenfeuerbollwerk, weil Problem ist, dass wir keinen Zufälligen machen können. Die Expedition braucht eure Hilfe! Ich möchte, dass ihr mit Arme Schwildhammer sprecht und den ersten Flug meines das Laut hier zu Ehrenfest nehmt. Wenn ihr dort angekommen seid, werdet ihr vom Marschall Isildur begrüßt werden. Ich habe diesen Bericht, ihr habt in die Einladung. Ja, geht los. Warte noch nicht annehmen, ich bin gerade am Umskillen. Muss ich genauso. Ja, aber du musst, glaube ich, annehmen, damit wir reinkommen, dann nicht, dass wir es verpassen. Ich nehme schon mal die Quest an. Ja, ich habe ja die Boss-Mode. Das ging jetzt irgendwie schneller als geplant. Ich habe ja die Deadly Boss-Mode-Dings hier, Anzeige. Ah ja, stimmt. Das ging jetzt schneller als geplant, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ihr habt ja die Einladung. Ihr solltet uns helfen, verdammt! Tun wir doch, wir sind doch hier im Höllenfeuer. Ich finde das aber so schön, dass das in Warlord of Draenor die letzte Dings geworden ist. Der Raid, ne, der Endraid. Ja, aber es war doch. Das ist ja. Tanan-Dschungel war ja, ne? Ja, aber es war einfach schön. Ja. Weil hier ist das ja die erste nun mal, ne? Ja, ja. Okay, das ist keiner von unserem Server, aber das heißt, wir können nicht aus Versehen auf irgendwelche Flex gehen. Flex drücken, es sei denn, es ist ein anderer RP-Server da. Warte mal, Hier Forscherliga oder wie der heißt, ne? Ja, ich glaube, Forscherliga ist ein anderer Pool geworden. Achso, es kann sein. Aber da ist auch nicht mehr viel RP, ne? Oder da gibt, wie war das? Da gibt es überhaupt kein Open RP. Da kannst du nur RP, wenn du wirklich Leute fragst und dann machen die immer nur so gemeinsames RP. Da gibt es kein Open RP. Es klaut euch auch nicht die ganzen Kisten, die Ärsche. Und ich heile keine pullenden Jägerpads. Das ist mir egal. Der Hannes hier nämlich wieder. Erinnere mich mal daran, wenn wir hier Aufnahmen beenden oder so, dass ich die ganzen Stoffsachen etc. An Dings schicke, an Finalisa. Damit die auf die Box kommen. Ach, in die Gildenbank, ja, ja, klar. Oh, Kerni stirbt, das ist mir so egal, ob Kerni stirbt. Ihr habt Kerni getötet, ihr Schweine! Ich bin außer Reichweite. Nein, der hat's weggekirschner, du Sack. Kannst du so zusehen, wie dein Pet heilt. Oh, Kerni ist tot. Und jetzt ist der E-Hunter auch gleich tot. Ich weiß nicht, warum ich nicht sehe, ob ich irgendwas sehe, weil ich habe ja meinen. Ich habe Dings ausgeschaltet gehabt. Sein Pet ist gestorben. Nobody cares. Wenn er Spot anhat, ist das nicht mein Problem, ne? Nobody cares. Nobody cares. Und nur ich werd angegriffen. Ja, weil der einfach mal weggerannt ist, obwohl ich hier zugange. Alter, man merkt, dass wir noch nicht Scherben-Equip haben. Natürlich merkt man das. Oh, den nehme ich. Aber eigentlich kommen wir ganz gut durch, oder? Den nehme ich gleich mal mit hier. Meiner. Meiner, ich sammle gleich die Kisten einfach ein, wenn alle schon ihre Kisten haben. Ja, ich sammle die auch zwischendurch. Ich habe eine, habe ich glaube ich schon. Ich bin bei 1. 2. Pull mal hier alle Bobs, damit wir in Ruhe einsammeln können. Also nicht alle auf Mal, aber schon. Nee, das ist mir, ohne Scherbenwelt-Equipment ist mir das. Vor allem auf 60 hast du ja erst die Scherbenwelt-Steigerung. Weißt du? Oder 61 sogar erst. Und das ist halt das, was man merkt hier am Anfang, auch mit Erbstücken. Das macht das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Ich werde es genießen. Nein! Jetzt hast du zu tun. Das Pet haut mir wieder alles durch, oder?
Ich habe ihm mal Schutzflügel gegeben. Ich heile mich jetzt mal nicht. Nee. Danke. Das ging nicht mehr. Ja, kannst du auch nichts für, aber komm, wir haben Boss gelegt und ich bin down gegangen. Ich finde, das war ein sehr gutes Fazit, oder? Komm hier. Erhebe dich wieder. Zum neuen Leben. Das dauert ein bisschen wegen Kanalisierung. Erhebe dich. Ich finde es gerade nur etwas interessant, dass die das geschafft haben. Wahrscheinlich wegen dem Pet wieder, ne? Ich lass Kenny wieder töten, sterben. Ja, aber ich find's halt anstrengend dadurch, ne? Oh. Und ich saß sie gerade so und immer liege Maustaste. Heil! Ich nervt es halt einfach ein bisschen, dass. So. Dann hol mal die anderen da hinten auch noch ran. Die soll ich noch holen. Ja, ja, bitte. Ist sowieso jetzt gegessen. Mein Nienchen hat das. Mein Nienchen. Die hätten wir nicht mitnehmen müssen, aber ich nehme sowas immer gerne mit, weil die EP nehme ich gerne mit. Ihr so Hunter, ich heile dich nicht. Überleg es dir. Und wenn ich Aggro kriege, dann töte ich dich. Kann man nicht hier Friendly Fire machen? Ihr Hunter hat schon wieder Aggro, weil Kerni Aggro hat. Wir haben noch zwei Kerni, Hunter, du stinkst! Dabei. Wir haben aber zwei Hunter dabei, ne? Ja, aber Kerni ist der von ihr Hunter. Ja, schon klar. Dass Kerni immer das Aggro zieht, habe ich schon verstanden. Und. Oh, ich habe einen Mana-Trank erhalten für 2000. Oh, ich freue mich schon auf den Patch 735, skaliertes Level. 735, 4, 6, 7, 8. Ich sag nur, also ich freue mich auf den Patch, wenn da das skalierte Leveln kommt. Das hört sich an, ey. Weil dann ist das endlich mal wieder ein bisschen anspruchsvoller. Trotz Erbstücke ist endlich mal wieder ein bisschen. Nee, nicht anspruchsvoller, sondern du hast nicht mehr das Gefühl, du hüpfst. Abwechslungsreicher, so. Du hüpfst nicht mehr von Gebiet zu Gebiet und brichst die Questketten ab, weil du da nicht mehr leveln kannst. Ich hab Aggro, warum habe ich Aggro? Weiß ich nicht, weil irgendwelche blöden. Was zum Teufel? Genau deswegen hast du Aggro. Weil irgendwelche Leute irgendwo rennen, wahrscheinlich irgendwas gezogen. Ihr Hunter, ich lass ihr Hunter jetzt sterben. Ihr Hunter, wenn du irgendwann das Let's Play hier siehst, hast du selber Schuld. Das ist deswegen immer mein Grund, warum ich gerne eigentlich hier die gesamte Fläche ziehe. Weil die Leute es eh schaffen, die gesamte Fläche zu ziehen, weil. So, wie gesagt nochmal, ihr Hunter, Kerni, wenn ihr sterbt, eurer selber schuld, ich heile euch nicht mehr, ihr stinkt, ihr nervt. Also falls ihr das hier je seht. So. Seht. Lasst aber ein Dislike da, dann weiß ich, dass ihr es gesehen habt. Bist schlimm. Was denn? Alles gut. Mein Finger hat einen Krampf, ich konnte ihn nicht heilen. Außerdem haben Jäger auch ein heiles Speck, also von daher kann sich selbst heilen. Theoretisch ja. Hat er gerade gemacht. Maloron, fang du nicht auch noch an. Ich warne dich schon mal, Freund. Ich warne dich. Ich habe von dem zweiten Mob einfach kein Aggro gezogen. Also das war jetzt meine Schuld. Na, nur so am Rande. Also nicht, dass ich wunders. Omo, der Namenlose. Ich muss immer daran denken, dass ich die auch noch looten muss. Mit dem Kack-Quest-Gegenstand. Yay! Ein Plattengurt. Die Hosenträger. Yay, für Stufe 60. Hier, ich hebe ihn mal hervor. Ich glaube, das Schwert habe ich schon in der Hand. Ich hebe ihn mal hervor. Damit man weiß, wenn ich ihn nicht heilen muss. Ich habe ihn hervorgehoben. Du bist einfach nur. Nicht. Also Leute, das mache ich jetzt immer im Let's Play. Leute, die ich nicht heile oder die mir auf den Sack gehen, die lasse ich levitieren. Ja. So. Zack. 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 Was Posten des Herolds. Ausforderung gestellt. Zu schade, dass alles umsonst war. Bald wird meinem Lord Bolt. Wieso hat Maloron jetzt eigentlich gerade Aggro gehabt? Keine Ahnung. Ich habe ihr Hunter hervorgehoben, wie gesagt. Ja, Level 59. So. Und der Drache gehört mir.
Das heißt, wir können noch nicht in die andere Inni. Warum bist du so langsam? Ich bin nicht lange. Ich hab irgendwann hast du mal. Plattenstiefel. Irgendwann hast du mal vorgelegt und seitdem. Keine Ahnung wieso. Weil du irgendwann zwischendurch mal Rare Mobs gekloppt hast. Irgendwie sowas war das. Und deswegen hattest du ein paar EP mehr. Frag mich nicht warum. So. Ist so. Jetzt gehen wir erstmal runter hier. Ich wollte gerade sagen, erstmal Quest abgeben. Noch eine obwohl, wir würden hier noch dreimal durchrennen können, bis die Folge zu Ende ist, wenn wir wollen. Muss nicht sein. Nein. Wir geben jetzt gleich erstmal die Quest da ab bei dem. So. Tschüssi. World of Warcraft, The Burning Crusade. Der brennende Kreuzzug. So, den Herrn konnte ich nicht zu Ende lesen, weil wir in der Inni mussten. Soll ich mal Taschen leeren? Nö, brauche ich gar nicht. Das Lustige ist, die Schultern sind gerade besser als meine Erbstücke. Ja klar, weil das aber nur 60 ist, ne? Aber ich tausche die jetzt auch aus und leg meine Erbstücke an die Seite. Ich habe gehört, wie ihr mit Duron gesprochen habt. Ihr müsst einen wichtigen Auftrag haben. Berichte für die Ehrenfeste? Kein Problem. Einer meiner Greifen wird euch schnell in sicher dorthin bringen. Bla bla bla, nimmt Greifen. Jetzt hast du ein Level. Richtig. Nächste Inni? Blutkessel? Ja, schmeiß rein. Da brauche ich wobei, hier kann, das kann sein, dass wir im Blutkessel die Quest noch nicht annehmen können, ne? Müsste mit 59 möglich sein. Das war aber doch irgendwo in den Zangermarschen. Die Innis, die sind mal ein Level früher drin, als du die Quests annehmen kannst. Ja. Da müssen wir drauf achten. Ich glaube, die erste ist ab 61. Dann kannst du aber schon mit 60 rein. Ja, eben. Das ist bei allen in den Zangermarschen. Einmal strecken! Da müssen wir dann erst reingehen, wenn sie wirklich. Also ein Level später, als sie reinkommen, reingehen. So. Warum liegt hier an meine Tomi rot-weiß? Ich weiß, weil ich. Ja, hallo Inni! Weil ich sag doch, das geht hier fix. Weil ich heute Pferdewürstchen gegessen hab. Pferdewürstchen. So Leute, nächste Inni. Ganni, bla bla, Quest hier, bla. Und da ist schon wieder Maloron. Und wehe, ihr Hunter ist wieder dabei. Aber wir haben schon die Jäger dabei. Ne, ihr Hunter ist nicht dabei, nur Maloron. Ich erwähne das nur nochmal. Ach, lass sie doch. Ist ja nur eine Info, weil mich nervt das auf Dauer, ganz ehrlich. Ich weiß zwar, dass du es mit den Heilen hinkriegst, aber trotzdem habe ich da keinen Bock drauf. Wer ist Malu? Malu ist ein. Ne, ist ein Pet, okay. Stoff, ja, schön. Kann ich noch nicht tragen. Aber ich habe die Vorlage noch nicht, wie es aussieht. Kernhund, Kack. Spot, Kack. So. Aber hier kann es gleich sein, dass einer von den Akku kriegt, weil hier diese Attentäter dabei sind. Was kriegt einer? Dass einer von uns Akku gleich kriegt hier. Weil ja diese Attentäter hier rumlaufen. Mhm. So, ich hebe Maloron hervor. Sei brav. Sei lieb. So, zack. Und zack. So, na, wollte gerade sagen, ist fertig. Nein, natürlich. Der geht bestimmt gleich nach links, irgendjemand. Ah, du warst das, okay. Ich wollte gerade sagen, es war mal wie sich's gehört. Ich hole Alter, Alter! Und Bulli auf die linke Seite. Du weißt schon, dass du keinen Scherbenwelt-Equip hast, ne? Ja. Ja. Nur weil du endlich mal arbeiten darfst? Boah, hast du die ganze Zeit gechillt, weißt du? Jetzt musst du endlich mal was tun, ne? Und dann beschwerst du dich? Du stirbst ja. Warte mal, ich nehme dich jetzt aber mal erstmal ins Target. Einfach damit ich dir zur Not die Schutzengelflügel. Jetzt pullt die Magierin. Ich heile keine pullenden DTs, so. Ja, gut. Jetzt habe ich Aggro. Warum ever? Warum auch immer der da hinten zu dir rennt. Au, ich verrecke. Keine Ahnung, warum die zu dir rennen. Ich war auch zwischendurch betäubt. Also hier, daher. Du hast jetzt erstmal Schutzflügel. Chaos! Aber läuft doch. Aber ich habe Flügelchen. Ja, also weil ich den Schutzengel drauf geklatscht habe. Ja, cool, eine Schildhatte, die ich noch nicht habe. Einfach mal Bedarf drauf. Habe ich die schon?
Nö. Ha, ich hab sie bekommen. Du bist Paladin, brauchst sie gar nicht. Ja, aber ich kann trotzdem in der Schildhand. Ach, hier kommt gleich. Ja, ich wollte gerade sagen, hier kommt gleich der Mega-Damage. Alter Leute, lauft nicht in jede Mine rein. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. Ich hab ein Problem. I have a big problem. Warum? Patrouille. Ist da gerade jemand gestorben? Keine Ahnung, ich bin nur zum. Ich bin. Stille. Ey. Oh. Okay, das Wasserelemental ist doch, das ist scheißegal. Aber das ist so ein anderes. Kriegt man später ein anderes Wasserelemental? Nee, ich glaube nicht. Ja, du kannst später irgendwie nur so ein Dings extra eingeben, glaube ich, so eine Glyphe oder so. Also, dass es anders aussieht, ne? Mhm. Oder was das auch immer das war. Alter, wie sind wir alle schön in diese tollen Minen reinlaufen? Ach, sieh doch. Ja. Also sterben. Ja, nur dass das Problem ist, dass du auch Schaden durchkriegst. Alle in der Nähe kriegen ja Schaden. Der musst du weit genug wegstehen. Ja, aber es geht um dich, du Pfeife. Alter, wieso? Da musst du mich heilen, ne? Den Rest dann stehen lassen. Komm ich ja nicht, kann mich ja nicht gegen an, wenn ihr da durch drei Minen läufst. Ah, den ganzen Stoff nachher mal und das ganze Leder dann mal versenden. Bedarf. Das habe ich noch nicht. Ihr habt diese Vorlage noch nicht gesammelt. Kann ich auch sammeln. Ah, ich wird ja gebunden. So, die Handschuhe nehme ich auch. Und die Magier pölt schon wieder. So, siehst du dem nicht sterben. Guck mal. Sie reden von den DD-Lern hier. Er redet von den DD-Lern hier. So. Fappen. Kein Schattenattentäter hier mehr. Ach ja. Keine Schattenattentäter mehr. Ey, Junge. Fappen. Au. Danke, Maloron. Warum? Weil er genau neben mir stand und da waren diese tollen Minen. Nein! Lass mich in Ruhe! Oh, ich kann nicht zaubern, ich bin stille. Ja. Stille. Hab ich die schon? Nö. Danke. Was denn? Schön, dass die für mich den Hebel umlegen. Leg den Schalter um. denn da kommen Mobs. Und die hauen auf den Drops. Da. So ungefähr kann man das sagen. Alter, ich bin gleich schon wieder Level up. Können gleich in die nächste. Nee, leider nicht. Außerdem erst 61. Ah, Hilfe! Wegen den Quests erst auf 61, weißt du doch. Oh, die ich seh uns schon durch die Scherbenwelt und Nordend durchwaschen, wenn es weitergeht. Die Magierin hat mir geholfen. Okay, jetzt hat sie wieder einen gut bei mir. Glückwunsch, Apokalypse, falls du das hier irgendwann mal siehst. Bei dir ein Guthaben? Eieieiei, ich weiß nicht, ob ich bei dir ein Guthaben. Naja, also ich lasse sie einmal nicht sterben, von daher. Oh, schön, meiner. So kann man das sehen, ne? Hat die Magierin bekommen, ne? Ah, schön, die Schultern wurden direkt der Vorlagensammlung zugefügt. Ja, die Magierin hat ihn bekommen. Leute, wir haben Glück, wir können direkt dran vorbeimarschieren. Es sei denn, irgendjemand schafft es. Mal toll, ne? Was war das? Hä? Was war das denn? Ach, bei mir sind gerade irgendwie zwei Lichtpfeile gewesen, die sind auf euch zugeschossen und haben euch geheilt. Habe ich irgendwie einen Spec oder so dafür extra? Ich bin verwirrt. Ich muss sagen, ich habe zwar einen 101er Priester schon und so, aber mit dem habe ich bis jetzt immer nur Schattenpriester gemacht. Oh! Ich habe einen Attentäter gefunden. Ach ja.
Warum auch immer du das schaffst. Weil du den nicht wegmachst. Der ist ja gar nicht aufgetaucht, als ich da lang ging. Weil du es nicht schaffst, die wegzumachen. Genau. Wie ein richtiger Tank. ja. Guck mal, selbst die Magier kriegen das hier. Ja gut, aber wenn du... Frostmage ist momentan ziemlich OP, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Der ist schon seit längerem OP. Seit Legion-Beginn ist er OP. Ja, ja. Das haben die auch noch nicht irgendwie gebalanced bekommen, ne? ich erinnere mich früher noch an Arcan-Mage. Die Ketter war Arcan-Mage-OP, aber die Rotation. Das waren doch nur drei Tasten, die man drücken musste, ja, ne? Arcan-Schlag, 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 Arcan-Salve, Arcan-Schuss. Arcan-Schlag, Arcan-Schlag, Arcan-Schlag. Ja, ich fand's einfach richtig bitter und schlecht eigentlich. Und ich habe damals einen Arcan-Mage gespielt in Ketter, auch im Raid, ne? Drachenseele hier, ne? Der war einfach mächtig gewesen. Ja, und ich fand's einfach nur richtig öde. Es hat mich gelangweilt. Yay. Es hat mich einfach nur gelangweilt, den zu spielen. Das ist traurig. Level up. Ich kann fliegen. Jo. Was habe ich denn jetzt für Specs hier? Symbol der Hoffnung. Verbessert die Moral aller Heiler und eurer Gruppe. Wer macht denn jetzt hier Dings? Was ist Zauber für eine Kamana? Schutzengel. Wenn der Effekt eures Schutzengeistes abläuft, ohne dass er als Ziel von dem Tod gerettet wird, dann hängt er noch. Nein. Unfassbar. Licht der Nahrung. Die Leute haben einfach keine Geduld, ne? Ich bin Level up. Ich auch. Sehr schön. Können wir gleich nur fliegen ist leichter. Ja, fliegen holen. So, jetzt habe ich noch eine Brustplatte bekommen, die ich nicht gebrauchen kann. Danke, tschüss. Danke. Ich kann den Gürtel anlegen eben. Habe ich den richtigen Speck jetzt genommen? Licht der Nahrung. Glücksfall verringert die verbleibende Segensworte. Ich benutze aber keine Segensworte. Verbessert die Moral aller Heiler in eurer Gruppe oder im Schlachtzug von 40 Metern, sodass ihre Zauber für 12 Sekunden kein Mana kosten. Ja, das muss ich ja aktivieren. Wenn die Effekt eures Schutzgeistes abläuft, ohne dass er ein Ziel vor dem Tod gerettet hat, wird sein Verbleibendes um 90 Sekunden verringert. Ich glaube, das nehme ich mal. Dafür muss ich aber kurz mal ins Gasthaus. So. Hallo. Da. Dankeschön. Demleicht sei Dank, dass ihr hier hergekommen seid. Die Ehrenfeste benötigt alle Krieger, die sich hier kommen können. Unsere Expedition zu dieser verblassenen, zerschlagenen Welt wäre fast zum Stillstand gekommen. Wir haben mehr Widerstand erfahren, als wir dachten. Als ob die brennende Legion nicht schon genug Schub gemacht, gibt es noch diese Länder Schrecken, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Nun ist es an der Zeit, dass ihr euch euren Sold verdient. Meldet euch sofort bei Truppenkommandant Trollbann, der Fester. Ihr und deine Berater werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Für die Allianz! Seid vorsichtig. Hallo, Fluglehrer. Ich wollte das eigentlich in Stummen lernen gehen, weil es da günstiger ist. Oh, mir scheißegal, ich hab's jetzt gelernt. Fertig. Und das Beste, ich habe ein Pferd, das so... Nee. Ah nee, Heiler habe ich ein anderes Ross drin. Nein! Hihi. So. Klack. Bam. Ach, hier habe ich ja noch einen Talentpunkt frei. Wenn die leeren Gestalt endet, sinkt ihr Tempo-Bonus pro Sekunde um 20% anstatt zuvor zu enden. Schatten vor Tod kann jetzt auf Ziel unter 35% gewirkt werden. Ja, das nehme ich. Wobei, das ist natürlich hier passender für einen Paladin. Guck mal. Yay. Hallo, ich bin am Gasthaus. So. Mein Talent mal eben geändert. Ja, ich guck mal, ob ich mir dann in der Aufnahmepause ein neues Pad reinhaue. Was reinhaust? Ja, neues Flugpad, weil das, damit kann ich zwar fliegen mit dem Pferd, aber das habe ich ja schon eine ganze Weile jetzt. Lust auf ein Glas? Mhm. Plops, plops. So. Klops und Klops und Klops und Klops und Klops und Klops. Fort mit. wir sind bei 24 Minuten. Mhm. Guck mal, hier ist Lordaeron. Ich hab nur umgespetzt. Göttlicher Hammer. Klinge des Zorns, eure automatisch eine Chance zu nehmen, hier abzuschließen. Tuch. Kritische Treffer durch Klinge der Gerechtigkeit verursachen jetzt das Dreifache des normalen Schadens. Ja, das nehmen wir doch mal. Oh ja, ich hab einen geilen Effekt hier für Heilung und für... Also für Heilflugtier und für ein
Für Schattenaspekt. Welchen er nur mal drin finde ich hier. Ich laufe auch gerade schön brav hoch, da ist er, sehr schön. So. Da ist dann auf Trollbahn. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Bruder, ich bin Danav Trollbahn, Anführer der Söhne des Lothars und Truppenkommandant dieser Feste. Aber auch nur, weil Turalyon nicht da ist. Ne? Als die brennende Legion in Azeroth eingefallen ist, war sie hier in der Scherbenwelt. Wir haben ihre Bewegungen gefolgt, aber die Tat ist schlimmer als alles, was wir je gesehen haben. Sprecht mit Unteroffizier Altumus in der Nähe der östlichen Versorgungskarawane. Er hat die Eindringlinge beobachtet und weiß vielleicht mehr über ihre Pläne. Seid schnell und passt auf. Die brennende Legion darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Boop. Es gibt Gerüchte, dass eine neue Brut von Orks aufkommt. Größer, bösartiger und listiger als die Rüpel, mit denen wir uns sonst herumschlagen müssen. Wenn diese Gerüchte wahr sind, müssen unsere Streitkräfte, die ohnehin schon überansprucht sind, sich bis über ihre Grenzen hinaus belasten. Ich habe meinen Leutnant Amadi damit betraut, die Sache zu untersuchen. Wenn ihr uns in dieser dunklen Stunde beistehen wollt, dann meldet euch bei ihr. Sie befindet sich in einem zerbrochenen Turm im Westen der Feste und seid vorsichtig, da draußen ist eine neue gefährliche Welt. Ja. Guck mal. Den habe ich jetzt als Drache, als Heiler. Pet als machst Heiler. Du, machst du jetzt auch noch Talent-Spezialisierungsunterschied? Ja, guck doch mal. Den werde ich mir auf Heiler draufpacken, weil Farbe passt. Ich sehe ja nichts, ja. Der Heiler. Und das hier für meinen Schatten. Ohohohoho. So, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Aber wir haben noch erst 6 Minuten. Wir haben 27 immer schon. Ich komme nicht ins Haus rein. Gut, dann gehe ich jetzt hier. Wobei, wo du das gerade erwähnst, da drin ist doch ein, da kriege ich doch Sockelsteinchen, billige. Ich habe ja in den Füßen jetzt und in Gurt Sockel. Keine Ahnung. Oh, ich habe eine Kirsche. Ich habe eine Kirsche, eine Lehrerin. Yay, yeah, ich bin auf 150. Dann machen wir 2x Ausdauer und 2x Stärke. Guck mal, hier steht meine Leibwache. Mit meinem Main. Hallo Arator. Schur waren das noch, ne? Ja. Oh, was steht Arator? Ach, hier steht Arator. Das ist für mein Main, das ist ja der Leibwache. Ach, das ist doch der Sohn von Aleria und und Turalyon, Halbelf. Und als Paladin kriegst du ihn als Dorei-Gestalt. Ja, ja, klar. Du kriegst so viele bekannte Gesichter. So, Leute, das war's dann auch für heute. Für Seht ihr, da lässt schon die Stimme nach. Das heißt, Ende mit der Aufnahmesession, ne? Genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.